So, da geht's lang, da geht's lang. So, der Feuerball kann weg. Davon haben wir schon genug Stäbe und sie kann es auch selber sprechen. Und der Umhang. Umhang kann zu ihr. Dann kann Düner hier einen Pelz nehmen und immer den anderen. Aber wir müssen auch ein bisschen Gold hier rauskommen. Denn wir haben hier laufende Kosten, ne? Unsere Munition. Plus zwei Kugeln, plus zwei Pfeile, Säurepfeile und hast du nicht gesehen. Das kostet alles gut Geld. So, jetzt speichern wir nochmal. LP 80. Die Insel müsste eigentlich leer sein. Ja, Auftrag erfüllt. Ab nach draußen. Beam us up, Scotty. Jo. Schön, schön. Ihr kehrt zurück. Hervorragend. Und die Reise hat, soweit ich sehen kann, kaum Spuren euch hinterlassen. Wir sind alle halb tot. Ein hervorragender Beweis eures Wertes, möchte ich denken. Ihr habt euch als recht fähig erwiesen. Ich werde euch nun von diesem Gegenstand befreien. Und dann muss ich los. Was war das für ein Ort? Es gibt dort immer noch Gefangene auf der Insel. Ja, das stimmt schon. Es ist ein merkwürdiger Ort. Die Auswirkungen auf Teleportation sind ziemlich stark. Tatsächlich ist davon auch der eine oder andere vorbeikommende Zauberkundige betroffen. Diejenigen, die sich dort befinden, werden irgendwann wegkommen. Diejenigen, die sich nicht mehr dort befinden, haben ihren Weg von dort gefunden. Ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass die, die ihr dort getroffen habt, nicht die geringste Absicht hatten, sich zusammenzutun und dadurch ihre Befreiung zu beschleunigen. Ein hervorragender Beweis ihres Charakters angesichts eines angeblich natürlichen Phänomens, meint ihr nicht auch? Ich muss fort, gehabt euch wohl. Also ist das wirklich ein Test. Und die, die es halt nicht bestehen, weil sie einen zu schlechten Charakter haben, bleiben einfach da. So, wir haben bekommen 500 Erfahrungspunkte. Haben den Mantel verloren und den Schlüsselstein. Und nichts von ihm bekommen. Jetzt nicht ernsthaft, oder? Okay, wir konnten alles behalten, was wir von da gefunden haben, aber das ist eigentlich selbstverständlich. Na gut, wir hatten hier einen Händler. Oder war Chandala der Händler? Das wäre natürlich ärgerlich. Gucken wir uns hier kurz um. Was hast du, Wirt? Ja. Dann verkaufen wir nochmal. Weg, weg, weg. Weg. Schlüsselstände brauchen wir alle noch. Feuerball kann weg. Ja, allzu viel war das ja auch nicht, ne? Stäbe werden wir wahrscheinlich eh behalten. Ja, also so wirklich gelohnt hat sich das nicht. Was hat er jetzt hier noch? Grünstein-Amulett. Ah, das war dieses Einmal-Benutzen-Ding. Oder zumindest gehe ich davon aus, dass es Einmal-Benutzen ist. Die Schutzwirkung benötigt jedoch eine Ladung bei jeder Verwendung und hält nur eine Runde an. Besser als nichts, aber dafür 4000 Goldmünzen ausbringen und 3000. Unsichtbarkeitsring ist auch schon praktisch. Kann nicht verwendet werden von Doppelpunkt und nichts. Das hatten wir schon mal und trotzdem konnte es nicht jeder benutzen. Nee, aber immerhin hat genug Unsichtbarkeitstränke, dafür gebe ich keine 20.000 Goldmünzen aus. So, Gregans Harfe. Dominiert ein einzelnes Opfer, wenn sie gespielt wird. Entsprechend dem Magierzauber der 5. Stufe Herrschaft. Hat noch eine begrenzte Anzahl von Ladungen. Kann nur verwendet werden von Baden. Schade. Na gut, Heiltränke können wir immer gebrauchen. Die gehören ja auch quasi zu unseren laufenden Kosten, die wir haben. So, soll das mal reichen. Und ein paar Kugeln noch. Oder auch nicht.
So, Pfeile hat immer noch genug. Und sonst hat er hier echt nichts mehr. Na gut, dann schlafen wir mal königlich. Und nochmal. Und ich heile uns dann hoch und melde mich dann gleich wieder. Obwohl, das lohnt sich ja nicht wirklich. In der Zwischenzeit kann ich schon überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Ich denke mal, hier in dem Dorf sich weiter umsehen sollten wir auf jeden Fall noch. Denn bisher haben wir nur den einen Auftrag von dem Zwerg hier bekommen. Und von dem Icke draußen in Dolaks Turm zu gehen. Das wollen wir ja erstmal nicht. Und von dem Chandala seinen Umhang zu finden. Das haben wir aber auch schon gemacht. Aber ich denke nicht, dass das ganze Addon gewesen sein wird. So, heil dich doch mal selbst. Also ja, das Dorf zu Ende erkunden. Und wenn wir da auf Anhieb nichts finden, schauen wir uns irgendwo in der Wildnis mal kurz um. Machen denn da ein Gebiet. Und danach können wir irgendwas von der Liste raussuchen. So, und wir schlafen jetzt nochmal. Königlich, jupp. Und, vielleicht hat der Zwerg schon was Neues zu sagen. Wir haben ja schon ein bisschen was von dem Turm freigemacht. Beeilt euch und holt mir den Dolch meines Großpapas zurück. Ah, das wollt ihr also haben. Wir hatten ja vor ein paar Folgen schon mal im Journal geguckt, was genau unser Auftrag eigentlich war. Und hatten dann nur gefunden, dass wir die unteren Räume erkunden sollen. Na gut, wir haben hier noch ein Haus, jede Menge Bauern. Gehen wir da rein. Scheint einfach nur ein ganz normales Wohnhaus zu sein. Hast du was zu tun? Neues? Seid gegrüßt, Abenteurer. Ihr müsst mich entschuldigen, wenn ich heute kein heiteres Wort über Lippen bringe. Meine Familie hat einen Verlust zu beklagen. Sorgt euch nicht, gnädige Frau. Können wir irgendetwas tun, um euch zu helfen? Es sei denn, ihr wollt nach meinem verlorenen Sohn suchen, sonst nicht. Oh, erzählt uns die Geschichte, vielleicht können wir helfen. Wir suchen ja eh schon einen Sohn irgendwo in Baldur's Door, da können wir noch einen zweiten suchen. Ich habe, oder vielleicht sollte ich sagen, ich hatte einen Sohn namens Dalton. Er schloss sich einer Gruppe von Abenteurern aus Tiefwasser an. Dalton war so besessen von der Idee, ein Held zu sein. Doch er hatte weder die Intelligenz noch die Fähigkeiten dazu. Doch das ist das Schicksal einer Mutter. Sie muss dabei zusehen, wie ihre Kinder große Dummheiten begehen, trotz ihrer Warnungen und Bedenken. Mein armer Junge trieb diese Dummheiten aufs Höchste. Er und seine dummschädigen Kohorten nahmen es auf sich, die Tiefen von Dolaks Turm zu erforschen. Sie kauften einen Schlüsselstein von diesem Gauner Galkin und machten sich auf den Weg. Wie ich auch bettelte und flehte, der Eltern bestand darauf mitzugehen. Die Gruppe kam nie zurück. Ich fürchte, dass sie den Konstruktionen des verrückten Zwerges zum Opfer gefallen sind. Das ist die Geschichte, traurig aber wahr. Dalton, Dalton. War das vielleicht der Dieb, den wir gefunden haben und dem wir die Locke gegeben haben? Da habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Der könnte das sein. Seid beruhigt, Frau. Wir werden euren Sohn finden, wenn er noch lebt. Vielen Dank. Solche Güte von Fremden ist in diesem harten Leben ungewöhnlich. Ich werde kein Auge zutun, bis Dalton zurückkehrt. Ja, bitte such weiter nach unserem Sohn. Also war es wohl doch nicht der Dieb, sonst hätten wir irgendwas gesagt oder hätten die irgendeine Dialogoption gehabt. Aber gut, wir haben jetzt noch eine Aufgabe im Turm für später. Das heißt, wir müssen den Dolch finden von Durlak. Wir müssen den Sohn finden und die unteren Ebenen erforschen. Auch wenn der Auftraggeber für die unteren Ebenen schon tot ist. Das war ja der Dieb, der uns dahin gelockt hat. So, was ist da noch drin? Sieht aus wie ein Laden. Oder eher Lager. Na gut. Und hier, was machst du da in der Ecke? Hallo Fremder, wenn ihr Abenteuer sucht, solltet ihr euch mit dem alten Icke, ja haben wir schon, unterhalten. Für einen angemessenen Preis bietet ihr euch atemberaubende Erlebnisse. Heute Morgen war ich unten am Hafen und habe mit Fenrus darüber gesprochen. Fenrus fand die angebotene Führung großartig. Fragt ihn selbst, wenn ihr mir nicht glaubt. Ja, nee, wir glauben dir schon, die Führung war ganz schön großartig. Um nicht zu sagen, feuerballisierend. Ich habe nichts
Ich vermute, ich kann euch nicht helfen. Oder doch? Bitte beeilt euch, denn heute Nacht schließe ich für immer. Ah, ein Schlussverkauf, der kommt ja so selten vor. Gute Händler, warum sorgt ihr euch? Ihr seht bekümmert aus. Ja, ihr sagt alles schön, schön, aber Goldmünzen lasst ihr keine liegen. Immer dasselbe, die Leute kommen rein und sagen schön, schön und gehen weiter. Ich habe keine Geduld mehr für dieses, sieht nett aus, fühlt sich gut an, aber gekauft wird nichts. Wollt ihr etwas kaufen oder nur sagen schön, schön und weitergehen? Ich wäre vielleicht interessiert, sagt doch, womit genau handelt ihr? Ich verkaufe die ganzen kleinen Kinkerlitzchen für die Touristen in Dolaks Turm, aber jetzt sind keine da. Wegen der Banditen auf den Straßen bleiben die Leute weg. Es gibt keine Banditen mehr. Und ich bleib auf diesem ganzen Kram sitzen. Schlüsselsteine habe ich in allen Formen und Größen. Einige habe ich bei den Ruinen der Elfen gefunden und einige habe ich selber gemacht. Vielleicht sind einige davon gut oder alle sind schlecht. Aber sehen sie nicht nett aus? Ich sage euch, was ich tun werde. Ich verkaufe euch alles, was ich habe, für einen ganz, ganz niedrigen Preis. Nur 500 Goldmünzen. Dann gehe ich heim, wo sie glänzenden Nipp zu schätzen wissen. Achso, er ist wohl ein Halbling. Hm? Kauft ihr jetzt oder geht ihr? Naja, selbst wenn nur ein einziger Stein davon ein echter Schlüsselstein ist, dann sollten wir den holen. Und 500 Goldmünzen sind schnell gemacht. Ich meine, unsere Pfeile kosten fast so viel. Also 5 Pfeile kosten so viel. Na gut, der Handel ist abgemachte Sache. Oh zum Teufel, jetzt mach ich's. Gut, abgemacht. Dann nehmt es alles und geht, sodass ich packen und gehen kann. Ich habe an diesem Platz genug Zeit verschwendet. Lauter Schmuck und 2 Steine. Die scheinen echt zu sein. Wir brauchen Platz. Oh, jetzt ist er wieder überladen. Charakter ist so weit entfernt. Ja, kommt mal alle hierher. Und dann kriegt Shahira das tote Fell. No. So, und du kriegst den Schlüsselstein. Einen Stab und noch einen Stab. Und die gehen da hoch. So. Da rein. Was bist du? Schlüsselsteinfälschung. Fälschung. Weg. Ausgang Schlüsselstein Stufe 1. Oh. Das ist der Stein, mit dem man in den Brunnen runter kann. Den hätten wir die Liebe gar nicht töten müssen. Wie dramatisch. Was bist du? Ausgang Schlüsselstein Stufe 2. Was haben wir hier? Achso, sie hat keinen Zauber mehr übrig. Naja. Aber gut, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, weil wir den Stein schon so bekommen haben. Aber für euch da draußen ist das bestimmt eine praktische Information, wenn ihr euch ein bisschen was ersparen wollt. So, was haben wir hier noch? Ein Bauern, der keine Zeit zum Verplempern hat. Dieser Typ aus Tiefwasser hält sich ganz schön zurück. Er verlässt sein Haus nur ein paar Mal im Monat. Du bist wieder überladen, das Schwert kann weg. So. Wer braucht noch Heiltränke? Sofort sind alle überladen. Okay, ein Ankeckpanzer weg. Die Sachen können zu ihm. So.